Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Heute möchten wir euch gerne die Clarus G20L vorstellen. Wir waren schon stolze Besitzer der Clarus G20, die ja ein absoluter Fluter war. Und die G20L ist eine Weiterentwicklung, die deutlich weiter leuchten kann. Und ja, die zeigen wir euch jetzt. Genau, fangen wir mal an. Packen Sie mal aus mit einer schönen Magnetverpackung hier. Sieht man auch gleich, die Lampe ist hier eingebettet. So, schauen wir mal, was noch dabei ist. Die Verpackung tun wir gleich mal weg. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein schönes Holster. Mit einem Gürtelclip hinten. Und hier nochmal eine Plastikschlaufe, wo man einen Karabiner reinhängen kann. Also man kann es auch an den Rucksack hängen oder so. Ist mittlerweile eigentlich üblich, ne? Ist Standard, ja. Ist jetzt Hersteller immer ein Holster beilegen mittlerweile. Meistens, genau. Meistens sind Holster dabei. Und hier im Holster ist dann auch noch ein bisschen weiteres Zubehör. Und zwar haben wir hier ein Ladekabel, ein Micro-USB-Kabel. Und wir haben hier noch, na, Tütchen, geh auf, einen Lanyard. Und einen O-Ring, einen Dichtring für die Tailcap praktisch hinten. Gut, Netzteil ist nicht dabei, nee. Sondern nur das USB-Kabel. Ne? Genau. Gut, tun wir das Zubehör weg, schauen wir uns die Lampe genauer an. So, da haben wir das schöne Gerät. Clarus G20L. Wunderschön mit Kühlrippen, richtig schön fett gearbeitet hier alles. Ganz sauber. Schön griffig, hier hinten diese Riffelung, liegt gut in der Hand. Auch mal bei nassen Händen. Bei nassen Händen gar kein Problem, denke ich mal. Problem. Ja, dann hier, wie wir schon gesagt hatten, leuchtet die ja ziemlich weit im Vergleich jetzt zu dem Fluter der G20. Das liegt natürlich auch an diesem tiefen Reflektor und ist ein Orange-Peel-Reflektor, der sehr schön und sehr sauber gearbeitet ist. Ja. Die LED ist wunderschön zentrisch. In dem Reflektor drinne und ist ein relativ fettes Teil. Was ist es für eine? Die LED ist eine Cree XAP70.2P2. Genau, die 70er, genau. Das dürfte also eine Weiterentwicklung der 70er sein, der XAP70, die wir zum Beispiel in der Olight ProSieger haben. Genau. Und in der Acebeam ist auch eine 70er drin, aber ich glaube, da ist auch die Weiterentwicklung schon drin, der Acebeam, der K30. Okay, müssen wir mal schauen. Aber ja. Auf jeden Fall ist das hier die Weiterentwicklung. Und ja, man sieht schon, ja, an der Tiefe des Reflektors kann man eben schon erahnen, ne, dass sie ein bisschen weiter leuchtet als ihr Vorgänger sozusagen. Ja. Ist ein sehr schöner Reflektor. Gut, gehen wir mal noch so ein bisschen auf die Lampe allgemein ein. Sie hat einen Heckschalter und sie hat einen Seitenschalter. Der Heckschalter ist leicht gummiert, der Seitenschalter ist glatt, hat in der Mitte nochmal einen Ladeindikator. Mhm. Das heißt praktisch, wenn man einschaltet, sieht man den kurz grün leuchten, wenn sie vollgeladen ist. Der hat noch zwei weitere Farben, Orange und Rot. Rot fängt da an zu blinken, so bei 10%, dann sollte man allmählich mal den Akku wechseln. Orange ist eben genau mittendrin. Oder aufladen. Genau, nee, nicht Akku wechseln, sondern aufladen. Genau, die Lampe ist ja ladbar. Das ist vollkommen korrekt. Man kann alle Leuchtstufen über beide Schalter schalten. Mhm. Der einzigste Unterschied, den es noch gibt zwischen den Schaltern, ist eben, wie gesagt, hier der Indikator. Und dass man halt vorne bei diesem Schalter, bei dem Seitenschalter, hat man eine Memory-Funktion. Man schaltet also praktisch die vorige Leuchtstufe wieder ein. Bei dem hinteren Schalter fängt man immer im Low-Modus an. Was natürlich auch ganz sinnvoll ist bei manchen Anwendungen, wenn man einem zum Beispiel als Polizist ins Gesicht leuchten möchte man ja nicht gleich im Turbo-Modus machen, dann kann man hier hinten mit dem Low-Modus, ein Klick ist man im Low-Modus und könnte dann hinten aber auch die helleren Stufen mit einem weiteren Klick jeweils durchschalten. Gut, das heißt, wenn die Lampe aus ist und ich möchte sie im Low-Modus einschalten, nehme ich einfach den hinteren Schalter, genau, also den Heckschalter und ja, starte dann immer in dem schwächsten Modus. Ja. Mhm, auszuschalten cool. Ist sie übrigens durch ein etwas länger gedrückt halten, also einschalten, kurz drücken. Die Leuchtstufen schaltet man. Man kann vielleicht gerade was zu den Leuchtstufen sagen, wie stark die sind. Ja. Hier sind wir jetzt im Low-Modus. Was haben wir da? Der Low-Modus, der hat 15 Lumen. Okay, dann kommen wir hier in den Medium. Der Medium leuchtet mit 160 Lumen. Nächster Klick. Ist High mit 650 Lumen.
Und jetzt? Und dann haben wir den Turbo-Modus, der höchste mit 3000 Lumen maximal. Ja. Und das wird auch richtig heiß schon auf der Hand. Ist natürlich ein relativ großer Sprung von 600 auf 3000. Ja, man hätte sich vielleicht nochmal eine Zwischenstufe gewünscht, sowas um den 1000er-Bereich. Aber okay, in der Realität muss man sagen, dass die 600 Lumen in der High-Stufe auch schon relativ ordentlich leuchten. Mhm. Ja, das reicht eigentlich erstmal aus. Ja. Das reicht, um alles schön auszuleuchten. Ja, gucken wir uns die Lampe nochmal innen drin an, wie sie verarbeitet ist. Der Akku wird mitgeliefert, ist dabei. Ich zeig's mal hier. Ein 5000 mAh Akku. Ein 26650, der gleiche, der auch in der Olight Pro Seeker arbeitet. Und natürlich auch in vielen anderen Lampen mit den Ausmaßen. Ist ein Standard-Akku, kann man im Prinzip jeden 18650er, nein, jeden nicht 18650er, sondern 26650er Akku reinmachen. Mhm. Zwei Federn, einmal im Tail und einmal hier vorne in der Lampe. Vergoldete Federn, sehr schön, sehr sauber verarbeitet. Gewinde sauber gefräst, schön gefettet. O-Ringe sitzen richtig schön dicht. Durch die zwei Federn ist der Akku natürlich auch super eingespannt. Also wenn man mal irgendwie Mountainbike-mäßig unterwegs ist und hat die als Beleuchtung vorne dran, würde da auch nichts wackeln und kein Kontaktverlust entstehen bei zwei Federn. Und die sind auch wirklich straff, die Federn. Man merkt es, wenn man sie zusammenschraubt, man muss ein bisschen pressen. Und dann kriegt man sie gut zusammengeschraubt. Und sobald der O-Ring greift, merkt man das auch ganz wunderbar. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich weiß nicht, ob wir schon die maximale Reichweite genannt haben. Ich glaube nicht, aber die schafft maximal 300 Meter weit zu leuchten. Ja, das ist natürlich schon ganz ordentlich. Das ist, wie gesagt, das Doppelte ihres Vorgängers, ne? Der G20, die konnte nur 150 Meter. War aber auch rein auf, als Fluter ausgelegt, ja, die G20. Sicher. Und, sperrbar ist die Lampe, indem man halt beide Schalter drückt gleichzeitig, bis sie blinkt. Dann ist sie gesperrt und wird hier angezeigt über den Indikator, dann leuchtet der rot auf und man kann die Lampe nirgends einschalten. Also sie kann im Gepäck nicht versehentlich angehen. Dreimal drücken ist die Lampe entsperrt, sie blinkt und kann wieder ganz normal ein- und ausgeschaltet werden. Einschalten, kurz klicken, ausschalten, kurz halten. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir aber noch ein Stroboskop und einen SOS-Modus. Ach, den haben wir noch gar nicht, genau. Doppelklick. Strobo, weiterer Doppelklick, SOS-Modus. Dazu vielleicht sei gesagt, dass der Stroboskop auch mit maximal 3000 Lumen leuchtet und der SOS-Modus eben nur mit 160, was in dem Fall ja auch sinnvoll ist, damit eben möglichst lange das SOS-Signal abgegeben werden kann. Genau, genau. Achso, und den One-Touch-Turbo können wir noch erwähnen. Ja. Wenn man jetzt, sagen wir mal, hier in einem Low-Modus ist, wir gehen mal hier in den Low-Modus. So, sind wir hier in einem Low-Modus. Und wir wollen aber gerne jetzt den Turbo haben, dann halte ich entweder den Seitenschalter oder den Heckschalter kurz gedrückt. Die Lampe schaltet ganz kurz aus und geht dann in den Turbo-Modus. Und wenn ich wieder loslasse, geht sie mir wieder in den Low-Modus. Mhm. Das ist der One-Touch-Turbo, geht auf beiden Schaltern. Der geht allerdings auch, wenn die Lampe ganz aus ist und ich halte den Seitenschalter oder den Heckschalter gedrückt, geht der auch an. Geht aber dann auch wieder ganz aus. Also das, was vorher geschaltet war, entweder im Low, Medium oder High, würde wieder zurückgeschaltet praktisch auf den Modus. Okay. Und wenn sie ganz aus war, geht sie eben auch wieder ganz aus. Mhm. Das ist eben ganz schön, wenn man mit dem Hund unterwegs ist und leuchtet dem Hund nach und will jetzt mal den vollen Leistungsschub der Lampe haben, um vielleicht nochmal ein bisschen weiter gucken zu können. Dafür ist das ideal oder eben ja für solche Gelegenheiten halt. Mhm. Gut, was haben wir noch? Wir haben eine Wasserfestigkeit von, also IPX8, bis zu 2 Meter unter Wasser. Das ist so der Standard eigentlich mittlerweile. Ja. Und Impact Resistance, also quasi eine, wie nennt man das? Ja, Fallhöhe. Fallhöhe gibt jetzt klar aus 1 Meter an. Oft lesen wir hier Werte von 2 Metern, aber ja, wahrscheinlich ist das bei Armitek 10 Metern. Armitek vielleicht 10 Metern, aber wir haben sowieso noch nie getestet, wollen wir auch nicht. Nein, ich möchte meine Lampen nicht auf den Boden schmeißen, zumindest nicht absichtlich. Nee, also man kann sie auf jeden Fall mal aus Versehen fallen lassen und sie geht nicht gleich kaputt, das kann man glaube ich sagen. Bei 1 Meter sollte das also drin sein. Ne? Ja, ja. Gut, ich würde sagen, viel mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu berichten. Wir gehen gleich nochmal raus und leuchten. Genau, wir zeigen euch gleich nochmal, wie die Lampe draußen leuchtet und ja, sehen uns gleich draußen. Alles klar, bis dann, tschüss. So, nun haben wir uns mal nach draußen begeben und zwar mit der Clarus G20L.
Und ja, wir sind wieder in Frankfurt auf der Skaterbahn, direkt neben der Europäischen Zentralbank und wollen euch jetzt mal zeigen, wie die Lampe draußen leuchtet. Gut, was wir gerade in der Hand haben, ist unsere Kopflampe, die Wizard. Die haben wir immer dabei, damit man auch was sehen kann, neben der O-Light. Und jetzt fangen wir mal mit der G20L an. Mhm. Am besten mal hier im Low-Modus, kann man mal zeigen, wie sie auf die Verpackung zum Beispiel leuchtet. Ja, ich halte jetzt mal die Verpackung von der G20L vor die Kamera und ja. Ja, also das ist der Low-Modus, reicht zum Lesen dicke aus, dicke. 15 Lumen-Modus. Ja, das ist eigentlich für einen Low-Modus schon relativ, also für einen Firefly wäre es schon zu viel. Das ist halt der kleinste Modus, den diese Lampe bietet. Ja, ausreichend. Jetzt würde ich sagen, schalten wir mal die ganzen Leuchtstufen durch. Okay. Gut, fangen wir an dann mit der, oder gehen wir mal in die nächsthöhere Leuchtstufe. Das wäre dann Mid, gell? Ja, also Medium ist mit 160 Lumen. Das wären jetzt die 160 Lumen. Also man sieht schon so ein bisschen was. Und die nächste wäre High mit 650 Lumen. Das ist die High-Stufe. Ja, da kann man schon ganz schön was mit ausleuchten. Man kann schon wunderbar vorne das Mädchen sehen, was da angesprüht ist oder hingesprüht ist. Hier neben die Schrift ist gut lesbar. Also das ist schon gar nicht schlecht, die 650 Lumen. Den Baum, der da steht, gut, der hat überhaupt kein Laub dran. Weiß nicht, ob man den jetzt erkennen kann. Aber so leuchtet die schon schön aus und sie leuchtet relativ, boah, ich würde sagen, doch eher so ein bisschen flächig fast. Wobei sie mir sonst immer ein bisschen punktförmiger vorkam. Aber jetzt hier auf dem hellen Betonuntergrund wirkt es doch eher so ein bisschen flächiger. Wir können ja vielleicht mal, naja, was machen wir dann im Turbo-Modus, da können wir die OLED mal mit vergleichen. Schalten wir hoch auf die 3000 Lumen. Genau, gehen wir mal auf die 3000. Oh, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ja. Das ist natürlich ein richtiger Unterschied. Da kann man den Baum wahrscheinlich auch ohne Laub gut erkennen. Ja. Ja, wunderbar. Das sieht man sehr gut. Ja. Es laufen hier oben Leute vorbei, die wollen wir nicht so direkt blenden. Ja, ja, das okay, wären jetzt die 3000. Dann zeigen wir nochmal im Vergleich jetzt zur OLED vielleicht, dass wir die OLED mal im Turbo-Modus haben. Okay. Ja, das ist die OLED R50 Pro Seeker im Turbo-Modus. Ja, die ist natürlich noch flächiger. Hier nochmal den Baum angeleuchtet. Ja. Flächiger als die Clarus. Die Clarus ist auch kaltweißer. Ist immer jetzt im direkten Wechsel mal. Ja. Das wäre jetzt die Clarus. G20L. G20L, genau. Das wollen wir noch dazu sagen. Und jetzt machen wir direkt im Vergleich die OLED. Ja, ist wesentlich wärmer, obwohl es auch die kaltweiße Version ist. Aber da sind dann doch ein bisschen andere LEDs verbaut. Wobei es beides die XAP70 sind. Nur hier ist halt die XAP70 Punkt 2 drin, ne? So, nochmal die Clarus. Aber mit den 3000 macht es schon richtig Licht. Also da kann man sich nicht beschweren. Nö, das ist schon ordentlich. Das ist schon ganz ordentlich. Okay, das sollte mal reichen, würde ich sagen. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach so, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Wir haben vorhin vergessen zu sagen, dass die Clarus natürlich auch über USB-Kabel ladbar ist und der Adapter sitzt gegenüber vom Seitenschalter. Okay, ja, tschüss. Dann wisst ihr das jetzt auch.